Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Videochen, Gedönsgegröße, zu 1000 Abonnenten. Du meine Güte, was in diesem Jahr hier abging, das geht auf keine Kuhhaut, zumal ich auch keine Kuh habe. Und da geht's halt nicht drauf und so weiter, wisst ihr ja, ne? Ja, auf jeden Fall, erwartet nicht, dass ich irgendwie schnell zum Punkt komme. Ich spiele jetzt hier nebenbei ein bisschen, da ich noch ein paar Argon-Kristalle brauche. Ja, 1000 Abonnenten, meine Güte. Wie jetzt einige sagen werden, ich will wieder das, was er immer sagt. Ich hätte es nie erwartet. Absolut nicht, dass irgendwer meint, mein Gedöns hier sei es auch nur wert anzugucken. Aber ja, ich lag wohl falsch. Es kann ja nicht so gekrösig sein. Denn wenn es dann doch da 1000 Leute gibt, die meinen, yo, auf den Knopf klicke ich da drauf und das ist super und ich mache jetzt hier einfach mal mit und so. Ist das halt echt fantastisch und ich wollte mich bei euch dafür super herzlichst bedanken. Das bedeutet mir unglaublich viel, dass ihr mich halt bei den Sachen, die ich hier so mache, sei es jetzt hier auf YouTube oder im Stream oder sonst wo, einfach so unterstützt und einfach dabei seid. Und das ist der helle Wahnsinn. Ja, danke euch aus tiefstem Herzen dafür. Und ja, wie schon gesagt, ich hätte es nie erwartet, dass es so viele werden. Als ich damit angefangen habe mit YouTube, war es halt irgendwie also, ja, aus Lust und Laune. Das ist es noch immer. Es ist halt weiterhin ein Hobby für mich. Das ist nichts, was ich irgendwie jetzt beruflich mache oder wo ich jetzt wirklich Geld mitverdiene, und um Geld geht es mir sowieso bei der ganzen Sache überhaupt nicht. Wenn ihr Spaß daran habt, dann ist das mehr oder weniger halt meine Bezahlung, und dafür danke ich euch nochmal ganz, ganz herzlich. Was bleibt noch zu sagen? Ich weiß eigentlich nicht so viel, was ich jetzt noch sagen könnte. Ihr seid einfach die super coolsten und also ihr seid einfach die genialste Community, die ich mir je hätte vorstellen können. Und ich hätte mir auch nie erträumen lassen, dass Leute wirklich Spaß und Freude an meinem Content haben, sei es jetzt wie gesagt hier auf YouTube oder im Stream. Das ist einfach unglaublich, und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich weiß nicht, wie viele Danke das jetzt noch werden, aber es werden höchstwahrscheinlich noch ein paar werden. es ist einfach der helle Wahnsinn. Ich stotter halt, wie ihr wisst, halt durch das Thema, denn ich halte persönlich nicht so viel von Skripten. Ich spreche lieber aus dem Bauch heraus. Das, was ich denke, das sage ich auch. Ich finde, das kommt einfach irgendwie ein bisschen bei so einem Video ein bisschen besser an. Finde ich jedenfalls. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass wir irgendwie noch ein bisschen weitermachen. Also ich werde auf jeden Fall weitermachen. Und ich werde auch bei meinem Videostil bleiben, dass ich das halt so mache, wie ich es halt für richtig halte. Ich werde hier nicht auf die super allergrößte Effizienz legen und hier, oh, die Videos werden jetzt nur so und so lange angeguckt, also müssen die Videos so und so lange bleiben. Nö, mache ich nicht. Ich mache Videos so, wie ich es für richtig halte. Wenn Leute das auch cool finden, ist es super. Wenn nicht, auch okay, kann ich nichts dran ändern. Und ja, das ist eigentlich genau das, was Nevok mir halt auch in seiner Nachricht geschrieben hat. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ich habe es mir heute Morgen auch nochmal in Ruhe durchgelesen.
Und das ist einfach ja ein großes Dankeschön an dich, Leorg, dass dir das halt wirklich hier so gefällt und auch an die vielen anderen, die da draußen sind. Und jetzt habe ich einen Namen genannt und jetzt werde ich höchstwahrscheinlich gleich oder in den Kommentaren dafür gerüffelt. Aber du hast mich nicht genannt und mich hast du nicht genannt. Ihr wisst, alle, die halt im Stream so aktiv dabei sind, Mu, Handrang, Celine, Lord the Fail und hier auf YouTube und Fred und was weiß ich nicht was, ihr seid alle die Größten und ich danke euch wirklich so unglaublich dafür, dass ihr halt hier seid und dass ihr halt wirklich den ganzen Klimbim hier mitmacht. Und ich entschuldige mich dafür, wenn ich jetzt irgendwen vergessen habe. Ich werde Leute vergessen haben. Weil es sind halt 1000 Leute. 1000. Holy moly, das. Ja. Ja. Ne? Es ist eine für mich wahnwitzige Zahl. Wie ich halt auch schon mehrere tausend und hundert Male gesagt habe, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich hier auch nur die 50 Subscriber bekomme. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu, ja, sind wir schon vierstellig. Und wenn das in dem Tempo, also jetzt so prozentual gesehen, weitergeht, dann, keine Ahnung, dürfen wir nächstes Jahr, also 2016, locker die 10.000 schaffen. Aber das ist halt auch wieder nur so eine Zahl für mich. Also, versteht mich bitte nicht falsch, ich liebe euch alle, ihr seid wirklich die Besten und so weiter, aber die 1.000, das ist halt nur eine Zahl für mich. Mir ist wichtig, die Menschen hinter diesen Zahlen zu sehen. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Jedenfalls hoffe ich das. keine Ahnung. Ja, und das ist halt so der Punkt, der für mich auch wichtig ist, dass wir hier eine Community bilden, dass wir hier wirklich super viel Spaß haben und dass ihr hier halt Spaß habt, dass ich euch halt mit Videos und Streams und so weiter versorge. Und ab und zu halt auch mal mit einem Gewinnspiel. Das ist auch so ein Thema, worauf ich relativ häufig angesprochen werde, was ich nicht mag. Ich bin ja offizieller Warframe-Partner und habe halt die Möglichkeit, dort von DE, also Digital Extremes, halt direkt die Platin-Codes zu bekommen, die ich dann halt als Giveaway immer an euch weitergebe, und ich möchte es nicht ausnutzen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie in der Woche nach 15 oder 20 Codes fragen. So, hey, du, gib mal ein paar Codes und so weiter. Weil ich muss meine Leute hier mit Platin versorgen. Möchte ich nicht machen, finde ich unter aller Sau. Wenn Leute meinen, das machen zu müssen, dann sollen sie das tun. Ich mach's nicht. Und wie gesagt, das ist halt meine Meinung zu dem ganzen Giveaway-Gekröse. Und ich finde, darum sollte es auch theoretisch gar nicht gehen, dass die Leute jetzt hier sind in der Erwartung, jetzt gibt es hier irgendwie in der Woche 15 Giveaways mit 7000 Platin und so weiter und so fort. Das, nee, wird es nicht geben. Aber ich denke, ich habe jetzt zu dem Thema genug gesagt. Lasst mich zum Abschluss nochmal wirklich ganz, ganz doll klar machen. Danke Leute, es kommt aus tiefstem Herzen. Und ohne euch hätte ich das höchstwahrscheinlich gar nicht so lange oder so intensiv halt weitergeführt. Also Videos machen macht mir halt wirklich Laune, es ist mein Hobby. Aber ich denke, wenn wir halt nicht so groß geworden wären, dann hätte ich das alles ein bisschen runtergeschraubt.
Da muss ich einfach ehrlich mit euch sein. Aber dazu habe ich ja jetzt gar keinen Grund mehr, denn da vorne links, gibt es halt so viele Menschen, die sagen, yo, Zaladir, du bist ein super Chaot und ich bin auch ein Chaot, also bleibe ich mal hier und so. Wow, 2 Orokin-Zellen, da werde ich ja bescheuert. Und, ich würde sagen, damit sind wir jetzt durch und dann kommen wir nochmal zum zweiten Thema, was ich hier ansprechen möchte, und zwar Weihnachten, denn wir haben ja heute den 24. Dezember und ich wünsche euch allen ein super tolles, fantastisches Fest mit euren Liebsten, ob ihr jetzt nun Weihnachten feiert oder Chanukka oder sonst irgendwas, ist es komplett egal, Hauptsache ihr habt eine geile Zeit mit euren Liebsten. Das ist halt das Wichtigste an der ganzen Sache, dass ihr halt wirklich fluffig bleibt und auch euren Liebsten mal sagt, so, du bist ultra fluffig, hab dich voll lieb und so. Das ist halt, ja. Also dementsprechend die Zaladir Weltgesundheits-Fluffigkeitsorganisation sagt, bleibt fluffig und ich quatsch schon wieder totalen Blödsinn, aber das seid ihr von mir gewohnt und dementsprechend wie immer vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr hier seid. Ich werde auf jeden Fall weitermachen. Das ist einfach nur der Oberhammer. Ihr seid der Oberhammer, ich bin der kleine Zaladir. Ich danke euch wie immer ganz, ganz herzlich, wünsche euch ein paar wundervolle Weihnachtsfeiertage oder was auch immer ihr halt Feiertage. Bleibt fluffig und bleibt cremig und ich hoffe, wir haben auch in der nächsten Zeit so viel Spaß, wie jetzt auch hier auf YouTube, auf dem Twitch-Kanal oder generell auch ein bisschen halt auf Twitter. Dafür danke Leute. Haut rein, bleibt cremig und fluffig. Ich bin der Zaladir und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.